War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ja, mach auf. Ein Tagebuch, natürlich. Na, hau rein. Zeig Sie mal her. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Das klingt nicht gut. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Treuebruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Das klingt nicht gut. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Ist ja interessant. Na gut, es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, also ist es klar, dass Said irgendwo hier rumgammelt, aber... Ey, Said wäre praktisch für uns. Einen Soldatenveteran kann man immer brauchen. Käfer benutzen. Das wäre jetzt nicht so schwer zu finden. Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht Sie das an? Das geht Sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkish-Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass Sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Das klingt interessant. Ich hoffe, wir können den Botschafter noch retten. Er scheint ja mit Cerberus viel früher brechen zu gewollt zu haben, aber er hat halt nicht die Macht gehabt, Cerberus zu widerstehen. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Gute Frage. Ja, Apartments 2. Ach, hier oben. Wer hat denn bitte die Zeit? Mitten im Krieg nach. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Verdammt, falsche Tür. Immun
Er braucht sie lebend. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Na dann, sprengen wir mal die Party. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Er hätte es einfacher haben können, indem er direkt zur C-Sicherheit gegangen wäre, als er gemerkt hat, dass die Cerberus doch ein Haufen Arschlöcher ist. Wenn das Leben in Gefahr ist, geht man zu C-Sicherheit. Um ins Gefängnis zu kommen? Nein. Nicht nach dem Schaden, den ich angerichtet habe. Was haben Sie Cerberus über die Kolonie gesagt? Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich ihn den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst ihr eigenes Volk verraten. Wir haben ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Ich nehme die Bomber, ich will die Sicherheit der Kolonie. Ich will beides. Was ist das für ein Arschloch? Ja, du kriegst entweder den Namen der Kolonie, um unschuldige Menschen zu retten, oder eine Flotte, die Kriegsschiffe. Ich will nicht eine Kolonie verlieren. Weil wenn wir die Bomber nehmen, die wir für den Krieg brauchen, dann ist die Kolonie wegen uns am Arsch. Durch Cerberus. Said, sorg mal dafür, dass er was für uns tut. Mir gerade irgendwie Bock darauf, ihn zu schlagen. Wer macht so ein Angebot? Wer ist so bescheuert? Okay, ich hab's probiert. Vielleicht bringt mein Freund sie zur Vernunft. Nein, warten Sie doch. Würden Sie bitte? Mit dem größten Vergnügen. Ich lasse sie allein. So schnell kreuzt sicher keine Hilfe für ihn auf. Es ist Elfus. Cerberus greift die Kolonie Elfus an, wegen ihrer Werften. Und die Bomberflotte? Gehört alles ihnen. Versprochen. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Komischer Typ. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Okay, viel werde ich auf jeden Fall machen. So, wir können noch mit den Forschern reden und gucken, ob Liara noch etwas zu sagen hat. Haben Sie denen im Flüchtlingslager gesagt, wer Gurek wirklich ist? Versuchen wir es erstmal mit Liara. Liara. Halt, ich bin hier doch völlig falsch. Die steht ja gar, ist ja gar nicht mehr im Café. Ach ja, 30 Kilometer laufen. Und ein bisschen laggen tut's auch noch. Immer nur getötet, gestorben, alles mögliche. Hallo, Shepard. Okay, sie hat nichts Neues zu sagen. Ihr habe ich doch die Codes besorgt, oder? Okay, das ist offenbar egal. Wo ist denn dieser Forscher? 4, Gericht. Toll, genau falsch rumgelaufen.
Ach, ich glaube, für die habe ich diesen Obelisken geholt. Was auch immer so ein komischer Obelisk bewirken kann, aber hey, wir kriegen Geld dafür. Da. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Wir haben wieder 21.000 Geld. Das bedeutet, wir gehen shoppen. Wenn wir gerade hier sind. Ich glaube, die hatten hier beide noch etwas, was ich haben wollte. Willkommen bei Casa Fabrication. Pistolen, Präzisionsgewehr, Reserve-Thermomagazin finde ich sehr gut. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie zu Casa. Die drei Modelle können wir uns noch holen. Kodiak-Modell, Jäger-Modell, die kosten ja nicht so viel. Ja. Was haben wir noch? Pistolen, MP, Ultraleichtmaterialien. Okay, dann kaufen wir, denke ich mal, erstmal noch den Shop hier oben leer. Einfach da weiter. So, Kühlkörper, Großkaliberlauf und dann können wir noch Schrotflinten, Ultraleichtmaterialien nehmen und dann ist alle. AM In- und Export, okay. Wir haben eine Kreditkartenabrechnung. Warum verwendet die Galaxie Kreditkarten? Ich meine, das ist ja, keine Ahnung. Ist überhaupt seltsam, dass es in der Galaxie hier Geld gibt. Dass die ganze galaktische Gemeinschaft, dass die alle ein Geldsystem entwickelt haben. Ist schon interessant. Da wollte ja Said auf uns warten. Dann gehen wir erstmal in den Wartebereich der Docks und reden mit Said. Wir müssen noch die Knotenpunkte finden, wo der Batarianer-Code drin ist, um den da rauszukriegen. So, was haben wir hier? Flüchtling, Tactus, James, Said, Krankenschwester. Okay, wir haben einiges. Vier Flüchtling, Frachtraum, Tactus. Okay, ich gucke einfach mal, mit wem ich hier reden kann. Auf jeden Fall einiges zu tun. Krankenschwester. Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Krankenschwester und dann steht da so ein Turianer. Schon gut. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratot kennt ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet, leider. Bin ich zu schwach? Ja, die Sache ist, wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir es hätten verhindern können, hätten wir es getan. Wir haben es ja sogar noch versucht. Ich habe das Aratot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Es war die richtige Entscheidung. Wir haben versucht, die Kolonie zu warnen, aber dank dieser dämlichen, indoktrinierten Tussi ging's ja nicht, sonst hätten wir die Kolonie evakuieren können. Niemand wäre noch am Leben, wenn ich das Portal nicht zerstört hätte. Ich stand wegen Aratot monatelang im Kreuzfeuer von Allianz und Batarianern. Und wissen Sie was? Wenn es die Galaxie gerettet hat, kann ich damit sehr gut leben. Dann töten Sie doch! Dann töten Sie noch einen weiteren Batarianer für Ihre großartige Galaxie. Stellen Sie diese Maschine ab. Lassen Sie mich sterben. Warum?
Warum ist das die gute Aktion? Aber na gut, er ist ein Trottel. Danke. Die wird sich wundern. Said, wo kommst du denn her? Stand der eben auch schon da? Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Said Massani und Veteranmerks. Hab ich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Natürlich komme ich. Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Danke, Said. Mit wem waren Sie da zusammen? Söldner von Omega. Ich habe bei Ihnen angeheuert, als ich hörte, dass Sie Cerberus angreifen wollen. Ich hätte mir den Job genauer ansehen sollen. Hm. Mit wem waren Sie da zusammen? Okay, das hatten wir schon. James ist auch hier. Ich habe bei Ihnen angeheuert, als ich hörte, dass Sie Cerberus angreifen wollen. Was macht er hier? James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung... Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Ausbilder? Was? Davon weiß ich nichts. Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell, aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Dann willkommen bei N7. Hat er sich verdient. Er ist ein exzellenter Soldat. Ohne ihn hätten wir die Daten über den Tigel nicht bekommen. Man würde sie nicht fragen, wenn man sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ach, das tust du nicht. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah! Vorsicht! Okay. Schön. Was haben wir noch zu tun? James, Flüchtling. James ist bei 7. Warum ist der bei 4 gelistet? Tactus ist bei 6. Also die Karten sind echt nicht ultra gut. Hier ist wohl noch jemand. Tactus. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Tactus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte. Aber die sind viel wertvoller als ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Aber ihr braucht die Kriegsvorräte nicht und wir brauchen die medizinischen Vorräte nicht. Ist völlig egal, dass das uns hilft es, ihnen hilft es. Warum sollte er die nicht abgeben? Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle,
Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Vielen Dank. Und ihr bekommt unsere Vorräte. Und alle haben etwas davon.